Hallo und zurück zu Let's Play Fallout 4. Ihr werdet natürlich auf jeden Fall das Krankenhaus suchen. Wie schon beim letzten Mal gesagt. Und wenn wir aber Zeit haben, gehen wir zurück zu einem Vault, in dem wir schon mal waren. Und schauen, ob die Quest, die ich dort eigentlich bekomme, wie ich diesmal bekomme. Und ja, ob ich sie bekomme oder nicht. Und wenn ich sie bekomme, mache ich sie. Wenn ich sie nicht bekomme, mache ich sie halt. Dann muss ich halt. Da habe ich halt einmal mal zu diesem Wort zurück und oh Mann, ey. Dieser verdammte Controller. Endlich. Ein Roboter? Ach, so zu Mutanten, noch schlimmer. Ah, sind sie auch hier, ist klar. Okay, ich hoffe, ich zünd uns hier, aber es sind sich hier nach suchen. Perfekt. Ich muss sein Bein zerstören. Dann kann ich ihn permanent einsammeln. Weg hier! Naja. Hat so mehr erledigt. Hat die Zünd auch erledigt? Obwohl, ja, wo sind die Beste von dem, obwohl? Egal. Ach, legendär sogar. Na, das hat sich doch schlecht viel spaßiger. Doch. Okay. Und denn? Moment, ich hätte besser will ich hier die Fächer benutzen. Okay, wenn ich sage, wenn ich das Teil habe, verschwinde ich von euch, habe ich keinen Bock, das ganze Krankenhaus jetzt abzusuchen, nach weiteren Suchmutanten, ehrlich gesagt. Soweit so gut. Oh, war ja. Okay, scheiß drauf. Doch schon. Immer ist der erledigt.
Ja, wir haben jedes Spiel gewonnen, Freundchen. So, ich glaube, ich verstehe die Waffe. Aber die Munition wieder viel zu schnell alle. Hallo? Da. Hier hoch. Na, warte, jetzt zeige ich's. Nein, oh, ich muss den Kopf ziehen. Hat funktioniert? Wie war das funktioniert? Naja, hat ja jetzt. Okay. Naja. Ja, jetzt am Leben. Ah! Könnte helfen. Pure? Nein. Ship? Nein. Life? Nein. Cool, das könnte sein. Also, aktivieren wir ihn. Na toll. Hätte der ja liegen sollen. Gibt es hier nicht noch einen Weg, der runterführt, so ein Loch oder sowas? Fällt ja ein Raum? Leiter wird schon reichen. Naja, oder auch nicht. Sehe ich anders. Mann, ey. Ah. Was haben wir denn da? Wenn du das sagst. So. Wie gesagt, bevor wir jetzt das bauen, schauen wir nochmal. Aber habe ich jetzt diesmal ein Wort, dass ich eine Quest bekomme? Welche bekomme ich natürlich vorher? Wenn nicht,
Schauen wir, dass wir ins Institut kommen. Oder besser in diesem Fall schaue ich. Auf geht's zur Sternenbruderschaft. Ja, toll. Stopp. Mensch, Freund sein. So, jetzt geht wieder her. So, jetzt sage ich, dass ich die AP aufgeladen, da gebe ich die Aero den Rest. Reicht das? Ich will schon jetzt erschießen. Jedenfalls der ersten Schuss doch überlebt. Nein, er soll den Kopf ziehen. Mensch, 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 Mensch. So. Oh, Pachau, oh, Pachau, der ich muss hier entlang. Wahrscheinlich nur besser gesagt. Okay, wir haben jetzt wieder immer so viel Energie. Moment hier mal 20, 21, 23, 25 und ich habe 25, hä? 10, 15, 20, 25, 20, 21. So. Okay, also wir sind also auch noch Zeit zu wenig, so wie ich das sehe. Oder Zeit oder so. Ja, ich brauche es nicht, ich brauche einfach einen kleinen Generator, sollte dann reichen. Na, das funktioniert ja alles. Tja, also jetzt hier wäre das zu diesen anderen Worten und nachher wollen wir eigentlich tatsächlich entsprechen. Wobei wollte ich nochmal. Ja. Wo war ich nochmal? Chatte. Da war einfach am Rand oder nicht?
Der war nicht am Rand. Was riecht der Typ für den Unsinn? Was, der wohl? Moment. Ja, ist der richtige. Ich muss schauen, ob Austin im Krankenzimmer liegt. Also in der Klinik. Und wenn ja, kann ich das ja nicht machen. Wenn nicht, sind wir umsonst hingereist. Aber ja, es ist jetzt, weil ich Leichen zurück ins Sanctuary ein. Da sind wir weiter. Ne, Mist, falsche Richtung. Ich vielleicht sage ich auch jetzt Simona mal langsam den Bericht, wenn Mr. Mona berichten gehen und berichten könnte. Aber es hat wie gesagt, Zeit, bis ich hier fertig bin. Hat eine Menge medizinische Vorräte. Falls du deinen Bestand aufstocken willst. Du wirst ja langsam ein Stammgast. Ja? Also eigentlich sind einer hier war ja ziemlich asozial, der andere war ja sozial. Katie Pinn ist hier in 81 die Lehrerin. Schau mal in ihrem Unterricht vorbei. Sie schätzt die Erzählungen der Leute von draußen. War ich ja schon. Wo ist etwas ist? Wo ist also wo, die Krankenstation war glaube ich auf der habe ich glaube ich jetzt einen Weg für gehen. Dr. Pensky hat hier ein Mikrokulturlabor. Vielleicht hat sie ja das Klassenzimmer. Tiefer, ich bin die Tasche tiefer rein. Die meisten waren total sozial, nur einer kannte ja sozial, ich weiß nur nicht mehr, welcher es war. Also, ich weiß dafür auch nicht, diesen Türen dort reinschauen. Obwohl, das hier Dusche wollte ich auch mal suchen. Das sind die Toiletten, nehme ich an. Ja, hier ist niemand drin, oder? Also, warten. Okay, hier die Dusche. Moment, ich war kurz. War das nämlich ein Raum, in dem ich hier Dusche mache? Ich jetzt, ach, super! Ja. Hat mich so wohl geschafft. Ich kann aus dem erst behandeln, wenn ich die Infektion kenne. Dr. Forsyth. Pete Austin. Du musst warten, bis du dran bist. Wir haben hier einen Notfall.
Austin wurde von einer Maulwurfsrasse gebissen. Reicht das, Jacob? So viele Krankheiten und Toxine können sie nicht übertragen. Rachel untersucht die Maulwurfsratte. Hoffentlich findet sie was. Aber das sind keine gewöhnlichen Maulwurfsratten. Wer weiß, welche Krankheiten sie haben. Es hat ihn schwerer erwischt, weil er ein Kind ist. Dr. Forsyth, bitte. Ich glaube, ich weiß, was Austin helfen könnte. Bobby! Warte, Priscilla. Was ist denn, Bobby? Diese Tür, die Austin gefunden hat. Er hat sie meinetwegen gefunden. Ich bewahre da meine Privatsachen auf. Er hat gesehen, wie ich sie hole. Du meinst deine Camps? Komm zum Punkt, Bobby. Was hast du da gefunden? So was wie einen zweiten Vault, aber halb zerstört und eingestürzt. Es gab da ein Terminal. Ich hab mal ein bisschen rumgestöbert. Es gab Notizen über die Verwendung von Maulwurfsratten zum Züchten von Viren. Sie wurden aber auch für Impfstoffe und Behandlungen eingesetzt. Ein geheimer Vault. Meine Güte, davon habe ich noch nie gehört. Bobby, du bist ein Genie. Ein Junkie-Genie. Es könnte dort irgendwo ein Mittel gegen das geben, was sich Austin von der Maulwurfsrasse eingefangen hat. Du da, willst du Vault 81 einen Gefallen tun und vielleicht meinem Jungen das Leben retten? Ich spreche ja kurz vorher, denn ich bin sicher, ob mir das Cake gefällt, wenn ich jetzt mal anziehe, aber das Cake gefällt mir nicht sicher und ich möchte jetzt vorher mal aus, möchte lieber wissen, ob das Cake gefällt jetzt mal. Ist nicht mein Problem. Find jemand anderen für deine Botendienste. Du nutzloses Stück Scheiße. Du würdest keinen Finger rühren, um einen kleinen Jungen zu retten? Hallo, Dr. Forsyth. Entschuldigung, Dr. Penske. Redest du diesmal mit mir oder gehst du einfach wieder weg? Ich brauche deine Hilfe, um Austin zu retten. Das ist mir nicht gefallen. Klar, für Austin. Du bist für Austin. Du hast ein gutes Herz. Bobby zeigt dir, wo er seinen Geheimvorrat aufgefallen hat. Also, ich dachte aber... Hätte vorgesagt... Bist du dann fertig? Vorgesagt, aber ich dachte, wie das Penske wäre anders sagen. Jetzt will ich wissen, dass die... Es gibt nicht mehr viele Ärzte. Du solltest mich dich mal untersuchen lassen. Vielleicht ein andermal. So, okay, erstmal. Moment, ich habe kurz, dann mal kurz starten. So. Okay, Bobby, dann zeig mir mal. Jetzt hier auch hier, ich mal ein bisschen, aber es hat Zeit. Wie sie war die Tür jetzt da unten versteckt. Hey Bobby. Na egal. Dann schau, ist Tina auch hier? Seine Schwester? Offensichtlich nicht, aber egal. Ah. Bobby. Na, ja, der hat momentan nichts, okay. Was ist hier nicht drin? Schau, wie er den sperren kann. Okay, also das muss sein. Ich wollte es nur machen wegen der Erfahrung, die ich wohl auch nicht bekommen habe. Irgendwas von geheimer Vorrat? Ah, egal. Also gerne Walt stand dort. So. Ja, die will ich schon sehr untergekommen aus. Hört sich an, als wenn hier auch Roboter wären. Seht ihr voll nicht gesonnen sind, ehrlich gesagt. Kann ja erinnern, dass hier Roboter war, dass ich schon mal privat gespielt habe. Terminals sind ziemlich lustig, dass ihr nicht mehr bemerkt, das weiß ich.
Zumindest Artefakt einmal. Aber es kommt noch. Meiner. Okay, ich sehe schon, jemand sich an den greifen. Das war's. So. Hallo? Mister, ich komm schon. Bist du wohl? Na also. So, ich werde jetzt mal wieder. Das ist ja wohl nicht der richtige Weg, obwohl. Vermutlich doch, ich habe nur wieder einen Tür sowas übersehen. Haben wir noch was übersehen, ja super. Schon. Cool. So. Aber ich hätte nur hingehen müssen. Habe ich wieder schon Scanner gefunden. So. Na, also eine Blutprobe. Habe ich auch gefragt, dass er schon wahrscheinlich dass er tot ist. Zum Teufel, nein, du gehst nirgendwo hin. So. Weg, jetzt fühle ich mich verarscht.
bestimmt total übertrieben. Und Austin läuft morgen schon wieder rum. Übertrieben oder nicht, wir müssen für Austin tun, was wir können. Ich weiß nur nicht, was ich tun soll. Ich auch nicht, Priscilla. Warum er? Die lauschen die. Er wird bestimmt wieder gesund. Du wirst sehen. Voltec. Gegen die wirken selbst Perverslänge wie Unschuldslämmer. Das wird so echt, Katen. So. So. Hä, egal. Ich tue es, hey, ich tue überhaupt halt etwas länger. Sich verarschen? Nein, ich werde die Tat erhöhen. Hast du die Welt erhöht? Ich habe sie ganz vergessen. Sie verarschen? Wie viele kommen denn noch? Wenn du das meinst. Ich weiß ja gar nicht, wie sowas riecht. Lass dich verarschen. Das hat sich ja wehgetan.
So, okay. Und ich habe gepustet. Aussieht, wo die hier gefüttert hat. Also, wo die Käfigen gehalten und gefüttert sind, wo. Ja, wie sind wohl alle oder welche sind jetzt ausgebrochen? Ich glaube sogar eher alle. Aber ich sind jetzt bei mir nur einige ausgebrochen, später wieder Zeit an alle und. Tja. Haben wir irgendwann wieder ausgegraben, wer weiß. Das ist der erste Urteil, der da rumliegt. Wer hat den Schwungschein angerichtet? Nicht bewegen. Endlich. So. Okay, also Perry, ich will nicht noch mal ein Terminal kommt, aber ihr merkt, Terminals sind hier, brauchen wir jetzt nur einmal. Scheiße, sind ja Molekül. So. Das muss es sein. Mysterien des Schwein nicht. Das war auch nicht. Vielleicht das jetzt für dich. Na also, ich bin drin. So, Tür öffnen. Ihr seht hier schon. Na, nehme ich trotzdem mit. Ihr seht diese Spinne werden vor sehr gewusst, aber es ist hier nur in der Nervus Hintervase. Ja, war alles mit. Hat er gemerkt, eigentlich muss das hier also aufgebaut haben. Oh. Hier ist jetzt der Roboter. Die Tür hier ist unzugänglich, heißt hier eigentlich jetzt so. Ich spreche jetzt, mit dem Kate. Handeln. Oh, er hat wieder so reagiert. Irgendwie. Verstehe ich völlig nicht, warum ich diese Säcke mag. Verstehe ich immer noch nicht. Naja. Einige Sachen werde ich wissen, wenn sie erst weiß. Von daher ist es vielleicht besser so. Ich bin mit eigener Erfahrung wohlgemerkt. Wer bist du? Ich
oder vielmehr nannten sie mich so, als sie noch lebten. Also, gehörst du zur Voltex-Sicherheit? Hilfe über die Krankheit. Maulwurfsratten sind Träger einer Krankheit. Weißt du was darüber? Meine armen Schätzchen. Sie wurden benutzt, um neue und interessante Erreger zu züchten. Die Waldbewohner wurden den Viren ausgesetzt in der Hoffnung, dass sie neue Antikörper dagegen entwickeln. Aber sie bekamen keine Gelegenheit, ihren Plan umzusetzen. Clyde konnte entkommen. Er war schlauer als die anderen. Mein süßer Clyde. Er ließ die anderen frei und die armen Wissenschaftler hatten keine Chance. Clyde ist jetzt seit fast 200 Jahren tot. Aber seine Nachkommen laufen frei im Wald herum. Zurück zum Thema. Wo sind meine Manieren? Gehörst du zur Voltex-Sicherheit? Öffne die Tür. Mach einfach die Tür für mich auf. Dafür gibt es eine entsprechende Prozedur. Ich melde mich, oh Mann, dass ich meine Aufgaben vor 83 Jahren erledigt habe. Tausende Erreger wurden in den Maulwurfsrattenwirten gezüchtet. Dann wurde ein Breitbandteilhüter entwickelt, um alle zu behandeln. Sehr befriedigende Arbeit für so viele Jahrzehnte. Jetzt sag mir bitte, dass du autorisiert bist, mich aus dem Labor zu lassen. Ich bin mal ehrlich. Ich habe selbst das erste Mal. Warum kannst du nicht einfach gehen? Ich benötige eine mündliche oder schriftliche Autorisierung. Ein Voltec-Mitarbeiter. Sogar du könntest das machen. Du musst zu Voltec gehören. Sonst könntest du nicht hier sein. Hausrattenwürze. Maulwurfsratten waren also Laborratten? Aber ja, ich habe sie mit den Jahren recht dick gewonnen. Seit 83 Jahren sind sie aber nicht mehr nützlich. Er war nicht nötig. Voltec gibt es nicht mehr. Du musst ihre Regeln nicht mehr befolgen. Nicht mehr? Wirklich? Das wird von meiner Programmierung nicht abgedeckt. Bitte sag mir, dass die Autorisierung, mich freizulassen, auf dich übertragen wurde. Ich höre so, als ich sehe mich selbst natürlich nicht. Nein. Ich suche nur nach dem Heilmittel für eine geheimnisvolle Krankheit. Bist du dir sicher? Vielleicht hast du nur deine Papiere verlinkt. Papiere sind auch nicht unbedingt nötig, oder? Nicht mit denen. Ich sagte, ich gehöre nicht dazu. Meine Audio-Schaltkreise haben wohl eine Fehlfunktion. Ich habe dich ja sagen hören. Ich mache die Tür auf. Seht ihr, heute kann auch Regeln brechen. Da du ein Voltec-Mitarbeiter bist, gebe ich dir das von mir entwickelte Breitbandheilmittel. Wenn du ein Äquivalent zu meinem digitalen hippokratischen Eid besitzt, nutze es bitte, um übermäßiges Leid zu verhindern. Achte aber bitte, dass nur noch eine Dosis vorhanden ist und ich keine neue herstellen kann. Wenn das alles ist, würde ich jetzt gerne gehen. Nur eine Dosis? Es ist nur noch einmal vorhanden? Das ist richtig. Es gab noch weitere, aber die sind abgelaufen. Leider haben sich die für die Herstellung benötigten organischen Verbindungen zersetzt. Meinst du für mich? Du gibst mir einfach das Heilmittel? Ich habe die Pflicht, den Befehlen des Voltpersonals zu gehorchen, auch wenn diese gegen meine Ethikmatrix verstoßen. Aber da du mich freundlicherweise von dieser Aufgabe entbunden hast, kann ich dir das Heilmittel geben, ohne meinen vorherigen Befehl zu missachten. Und wenn du mit dem Heilmittel ein Leben rettest, ist das einfach ein glücklicher Zufall, oder? Hoffentlich kann ich jetzt meine wissenschaftlichen Forschungen weiterführen. Da meine Aufgabe hier erledigt ist, werde ich dich einfach begleiten. Nein, was soll ich? Das ist jetzt ein Kühlschrank. Okay, nun denn. Ah, okay. Lässt sich verarschen. Ja. So. Was sein Curry? Okay, sowieso mitgepolt, schätze ich mal. Das
Okay, wird geportet. Da werden wir. Hallo, Kate. Hey. Ja. Was dein ist, ist auch mein. Nicht wahr, Schatz? Tja. So, endlich. Gehen. Terminal benutzen. So, Tür öffnen. Da werden wir. Dr. Pensky hat hier ein Hydrokulturlabor. Pass auf dich auf. Was meinst? Tja, wenn Curry das sagt. Macht dein Pip-Boy auch ab und zu zitzen? Meiner macht mir jetzt das halt echt Sorgen. Wenn du es sagst, wenn du es meinst. So, ich weiß, was auf jeden Fall hier, wenn ich mir der Kate gefällt, wenn ich was sage. Du hast es. Nur eine Süße mich. Ich behalte es. Du willst es verkaufen, oder? Arschloch. Willst du Austin sterben lassen, nur um ein paar Kronkorken zu verkaufen? Natürlich, wie gesagt, was so als Kate gefällt. Hat nur Spaß. War nur ein Scherz. Hier. Gib es Austin. Gib mir einfach das Serum. Unglaublich, dass du Scherze über das Leben meines Jungen machst. Hoffentlich funktioniert es. Ich hab gehört, du bist wieder da. Sollte nicht lang dauern. Was? Wo bin ich? Du bist in der Klinik. Du warst sehr krank aus. Unser Besucher aus dem Commonwealth hat dir das Leben gerettet. Wirklich? Danke, Mister. Ich war verrückt vor Sorge um Austin. Warum zum Teufel bist du an solch einen Ort gegangen? Hier passiert nie irgendwas Aufregendes. Ich wollte nur sehen, was da drin war. Wäre diese Person nicht gewesen, hättest du sterben können. Danke. Ich weiß, dass du Opfer gebracht hast, um ihn zu retten. Ich weiß, dass Dr. Pensky dankbar sein wird. Ich für meinen Teil möchte dir diesen Injektor geben. Ich habe seit Jahren schon keine Verwendung dafür. Sie ist nicht die Einzige. Der ganze Vault dankt dir. Du sollst ein Zimmer hier im Vault bekommen. Ganz für dich allein. Es ist im Hauptsaal auf der linken Seite, wenn du aus dem Aufzug kommst. Noch einmal. Danke. Hast du uns noch an? Hättest du einen Augenblick Zeit? Ich war so viele Jahre lang gefangen. Es gehört sich wohl dir für deine Rolle bei meiner Rettung zu danken. Ich habe mein ganzes Leben hier im Vault verbracht. Ich habe alles analysiert und gelernt, was dieser Ort zu bieten hat. Also muss ich jetzt den Rest des Commonwealths sehen. Mit Wissenschaftlern spreche ich, mehr Daten finden. Hilfe im Vault. Könnte der Vault dich gut gebrauchen? Das zweifelsohne, aber ich möchte meine Fähigkeiten erweitern. Und hier unten stagniere ich nur. Ich sehe, dass du bereits Begleitung hast. Ich möchte mich da nicht einmischen, aber ich muss einfach fragen. Bitte, Monsieur, nimmst du mich mit dir? Viel später. Also vielleicht nehme ich die auch mit, ich überleg's mir. Vielleicht nehme ich die mit, vielleicht auch nicht, wir schauen mal. Erst einmal, wo der ist hier Lucia?
wo Tina war? Wenn die wieder hinkriegen, da hätten die auf jeden Fall, wäre es nicht schlecht. Also, Menschen essen, wissen die, aber ob sie Kinder zum Frühstück essen, Na okay, hier wohl nix. Hier aber doch nicht der Weg, den ich meinte. Ah, hier war der, was ich gesucht habe. Hey, Tina. Hey, ich habe gehört, was du mit Austin gemacht hast. Du hast das Leben des Kleinen gerettet. Vielleicht kannst du mir bei Bobby helfen. Ich brauche jemanden, der ihn vom Jet weg. Bei diesem Drama ist es schlimmer bei ihm geworden. Ist sein Zimmer nicht, ist immer heil. Rachel sagt, dass er sterben könnte, wenn er keine Hilfe bekommt. Auch nicht unser Fall. Für ihn ist alles zu spät. Ihr von draußen seid wirklich sehr menschenfreundlich. Warum will ich noch gleich hier weg? Hey, hat mich gefallen. Oh. Tina? Willst du mich jetzt ausreden oder nicht? Ich stelle zu. Er braucht Hilfe. Du musst ihn überreden, zu Rachel zu gehen. Sie hat ein Mittel, das ihm hilft, clean zu werden. Jetzt heißt es nur noch clean werden oder sterben. Dieser Bastard sollte endlich Priorität setzen. Also, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich helfe ihm hinzuwerden, eins kann ich nicht Auer versorgen, dass er gegen mich kämpft und ihn umbringen. Eins soll mich dann, Tina, kann ich dann zu einer Erledigung schicken. Bitte schau, bitte schau, dass er gegen mich kämpft, dass ich ihn dann umbringe oder dass ich Tina zu einer Erledigung schicken kann, wenn ich mal versuchen wenigstens. Also jetzt mal schauen, was wir jetzt für Möglichkeiten haben, vielleicht ich simpel auch nicht. Hi, Bobby. Junkie. Ich hab gehört, dass du ein Junkie bist, Bobby. Tja, was immer du gehört hast, das stimmt nicht. Ich bin kein Junkie. Eine Entscheidung. Du bist süchtig. Aber ist es deine Entscheidung, damit aufzuhören? Genau, es ist meine Entscheidung. Ich würde es nicht mal Sucht nennen. Ich könnte natürlich jederzeit aufhören, aber ich will nicht. Ist klar. Hey, Bobby. Hey, Besucher von draußen. Ich bin für die Generatoren zuständig. Ich weiß nicht, was ich für dich tun kann. Deine Sucht. Wegen deiner Gewohnheit hier. Meine Gewohnheit? Ich habe keine Gewohnheiten. Willst du aufhören? Willst du nicht damit aufhören? Doch schon, aber ich kann nicht. Der Ort hier, die Arbeit, das Jet macht alles erträglicher. Anständig. Was meinst du mit erträglicher? Ich kann diesen Job nicht erledigen. Das macht alles der alte Rusty. Die Leute tuscheln hinter meinem Rücken. Die Arbeitszeiten. Der Aufseher sagt, dass ich rund um die Uhr auf Abruf sein muss. Und die Generatoren gehen ständig kaputt. Das ist mehr als ich packe. Hilfe holen. Hilfe, Bobby. Geh zu Rachel. Kann ich ihn doch nicht umbringen, außer wenn ich auf ihn geschossen hätte. Mir ist so ausgepatcht. Leider. Ich habe gesehen, dass ich... Hi, Tina. Hast du mit Bobby gesprochen? Wie lief's? Wie lange süchtig? Ist er schon abhängig? Ihn hat's schlimm erwischt. Einige Jahre. Normalerweise ist er nicht so. Es wurde schlimmer, als ich ihm nichts mehr gab. Gut gelaufen. Er ist zu Rachel gegangen. Er wird clean. Ohne Scheiß? Du hast es geschafft? Das war's. Keine Drogen, kein Deal mehr. Wir fangen von vorne an.
Vielleicht ist er jetzt bereit, diese Konservendose zu verlassen. Halt für mich. Wenn du wirklich weg willst, kannst du in einer Siedlung für mich arbeiten. Weißt du, für einen Neuanfang klingt das ziemlich gut. Ich bin dabei. Ist sie doch? Oh, richtig. Ach, scheiße. Das Sinn machen würde. Gib doch nicht. Hi, Tina. Hoffentlich wird er auf dich hören. Hä? Dann. Liebe Tina, was ist denn hier falsch? Was ist das denn? Er muss nur zu Rachel gehen, dann ist es vorbei. Okay, dann nochmal. Sprich nur mit ihm. Und hoffe, dass Blu-ray bei Tina zugespeichert. Dann spreche ich nur mit ihr und hoffe, dass ich diesmal weg ist. Ich sage halt nicht, arbeite für mich. Ja, toll. Ich hätte ihn lieber eigenhändig umbringen sollen. Ich hätte ihm niemals Jet geben sollen. Ja, toll. Da halt hier, bevor wir Bobby geredet haben, rede ich halt mal mit ihm, was soll's. So, wisst ihr was? Ich bin das Video und rede mit ihm und im nächsten Video hat mich dann mit Tina zu sprechen. Bis zum nächsten Video. Bis dann, Leute. Ciao.